So, wir hatten gerade Wein Disconnect, aber nur auf meinem Zwot-Rechner. Hier ist alles stabil. Sehr seltsam. Noch nicht bereit. Sehr seltsam. Naja. Ich glaube, ich habe Waffenmann-Mönch gefunden. Hey, Maximus, Servus. übermorgen würde ich sehr gern mit dir wieder ein bisschen zusammen machen. Also, moje nicht, also moje habe ich gar keine Zeit. Ja, alles gut, alles gut. Aber übermorgen würde ich sehr gern bei dir wieder mitfahren. Also, ich habe auch mit meiner Frage rett, also ich kann nicht mehr länger. Also. Super. Wie gesagt, bei euch ist richtig klasse. Danke, dass ich bei euch mitmachen darf. Hallo, wirklich klasse. Hallo. So, aber ich muss ein bisschen aufpassen, dass es hart. Also hier kann man sterben. Und wenn ich sterbe, dann ist. Ich weiß gar nicht, ob dir das immer aufgefallen ist. Aber. Wenn ich World of Tanks spiele, ich rege mich ja in jedem Stream auf, wie ich kennt ja Platze vor sein in dem Spiel. Ey, bei euch gar nicht. Gar nicht. Weil das einfach Spaß macht mit euch. Also, dann ist mir gerade egal, was der Rest von dem von meinen Teams macht. So, was wollten ich aufwerten? Die Stehe. So. Ich kehre in die Stadt zurück. Gut, eine Handy-Mönchswaffe, das ist gut. Das ist alles Schrott. Das brauchen wir nicht. Ja, ne, das ist nichts. Mach ich. Wie gesagt, das hier ist halt mein Lieblingsspiel. Also, das ist das, was mich. Viele sagen, es ist langweilig, aber ich mag das. Also, das ist. Mich entspannt das. Also ich rege mich bei Diablo äußerst selten auf. Also mir hat mal ein Zuschauer, und das war nicht als Beleidigung gedacht, und ich habe es da nicht als Beleidigung aufgefasst, der hat mir erzählt, bei meinen Diablo-Streams kann er immer super einschlafen. Und warum nicht, ne? Das so Ding wäre. So, jetzt hätte ich beinahe noch das Ding geschrottet, was ich für mein Mönch brauche. Aber ja. Wo ist dann mein Mönch? Und wie gesagt, wenn jemand mal in Diablo hinschnuppern will, Maximus. Also ich kann relativ gut erklären. Also es gibt eigentlich nur eine Klasse, wo ich gar nicht. Das ist Necromancer, also den spiele ich gar nicht, weil er mir keinen Spaß macht, aber alles andere kann ich doch relativ gut erklären. Sag mal, ich habe Femmer Mönch noch gar keine Reiter. Was soll denn das? Tatsache, ich habe Femmer Mönch noch kein Ding. Naja, egal. So. Gut. Und wieso stapel ich die Dinger da eigentlich nicht immer dumm gefroht? Meine Fresse.
So, weiter im Text. Aber Maximus, das ist nicht nur lieb von, wie gesagt, mit dir, du bist ein sehr angenehmer Mensch, also mit dir spiele ich ja gern, also. Wenn du jetzt so ein Stresser und ein Hektiker und so ein Dauermutzer wärst, also ich glaube, dann hätten wir jetzt keine Zukunft. Aber du bist ein sehr, sehr angenehmer Mensch, also wirklich sehr, also mit dir spiele ich ja gern. Du Witz ist mir immer aufgefallen, ich komme gar nicht klar mit Leuten, die genauso sind wie ich, weil ich bin ein Hektiker und einer, der sich schnell aufregt. Und wenn ich mit Leuten spiele, die so sind wie ich, also das ist, ja, keine gute Idee. Autsch. Maximus, ist das Grundrauschen noch da, wo du mal gesagt hast, dass ich Grundrausche hätte? Test 1, 2, 3, 4. Gut, wie gesagt, da, wenn es nicht ganz weg ist, ist nicht schlimm, aber es soll halt nicht stören. Also das ist, weil ich glaube, meine Tastatur geklappt, da müsste man auch noch hier. Ah. Du musst immer streamen. Ich habe ja erzählt, ich habe eine Freakshow, mit dem, also wir spielen immer zusammen, wenn es geht. Also immer. Also wir sind ein festes Team. Und. Danke. Danke. Gut. Und es ist so, also dem sei Tastatur, die ist hier im Stream übel. Die ist übel. Also das ist ein Geklacker. Also. Aber das Problem ist, wenn ich eine leiser stelle, hört man gar nicht. Und ja, dann nehme ich halt seine Tastatur in Kauf. Also, ne, was will man machen? Aber weil ich gesagt habe, mit dem Ton, ne? Ich habe nicht gestreamt gestern, aber ich wollte, also ich habe probiert, ne? War wäre, also, der Ton vom Spot PC war weg. Konnte ich alles neu, also, wie gesagt. Super, danke. So, ach Gott, zwei Blutsplitter kann ich nicht aufsammeln. Katastrophe. Gut, aber das heißt, ich kann da wieder Blutsplitter ausgeben. Das ist gut. Das ist gut. So, gut.
So, wo ist er dann, mein Mensch? Ja. Mir geht's auch wie dir. Ich tue öfters mal andere Spiele ausprobieren, aber es ist halt auch, du hast nicht die Zeit. Also es gibt so viele Spiele, die ich gern mehr spielen würde, aber es, also mein Ding ist, wie gesagt, also Diablo 3 schon eh, war früher eins, dann zwei, jetzt drei. Neuerdings World of Tanks, das ist mal absolut die Nummer 2 in meiner Rangliste und ja. Wow. Also ich habe mal also ich hatte immer erzählt, ich habe mehr Zehner freigespielt, wie ich habe. Also ich bräuchte um die 60 Millionen, für mir alles zu kaufen, was ich habe. Also oder was ich gern hätte, sagen wir es mal so, aber ja. Mal gucken, wie gesagt, übermorgen bin ich, habe ich ja vor ein bisschen länger, vielleicht mache ich ja ein paar Kredits. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Boah, sag mal, ich habe ja gar nichts verdient. Oh. Boah, boah, boah. So, ne, ich mache mal irgendwas, dass er nicht ganz nackig ist. Oh. So. Sag mal, das ist ja wirklich ein Witz, da fällt ja gar nichts, das ist ja alles Dreck. Super, das hätte ich mir keine schenken. Das hätte ich mir keine echt schenken. Paar braune Handschuhe, super. Super, braune Handschuhe. Apropos, weil fällt mir was in Max. Das muss ich dann noch erzählen. Ich habe ein Gefecht mit Zweier- oder Dreier-Panzer, auf alle Fälle totales Low-Tier gemacht, ne? Und anscheinend sind da sehr wenig Spieler, deswegen werden dort die Gefechte mit Bots aufgefüllt. Und ich muss dazu sagen, ich hatte in meinem Team, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Bots und im Gegnerteam auch. Also ein echter Spieler und der Rest war aufgefüllt mit Bots. Die gegnerische Bots haben 7 Stück von meinen Bots rausgeschossen. 7. Nicht die Spieler vom Gegnerteam. Wie gesagt, da ist ja ein echter Mensch drin gewesen, so wie ich. Und alle, genau, mit Doppelpunkt vor dem Namen. Und wie gesagt, die gegnerische Bots haben 7 von meinen rausgeschossen. Meine noch nicht eh, ne? Aber ich habe schlecht diese, wie gesagt, mein Winrate ist sehr bescheiden, hallo. So. Gut, aber ich hätte jetzt endlich gern die Schuhe. Die Schuhe sind, naja, doch, 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 doch. Jawohl, jawohl, das sind die Schuhe. Und die kann ich umrollen, das ist auch gut. So, jetzt noch Schultern, die Schultern, ja. Gut, wir sind durch, das ist aber nicht schlimm. Gern, das können wir auch gern mal machen. Aber wie gesagt, das ist auch, ich glaube, du denkst, wir müssen cashen. Wie gesagt, also, solange du mich nicht aus dem Clan rausschmeißt, werden wir noch sehr lange, sehr viel, sehr oft zusammenspielen, wenn du willst. Also, wie gesagt, ich bin gerade, was das Spiel, wie gesagt, bei Diablo 3, da bin ich kein Eintagsfliege. Bei anderen Spielen, da gehe ich mal rein und gehe mal raus und spiele sie mal eine Woche oder manchmal nur 3 da. Aber, ja. Ich bin extrem, also der Mensch ist ja Gewohnheitstier, aber ich bin noch extremer. Also, wenn ich mich für was entschieden habe, dann bleibe ich auch dabei. So, gut, wo ist denn die Kiste? Da ist die Kiste. Einmal, ach, was ist denn das? Hä? Boah, man merkt, dass ich den da noch nicht gebaut habe. Ne, da wollte ich nicht hier.
Da wollte ich hier. So. Ob was Gutes. Brust. Ja, Brust ist gut. Brust ist gut. So. Gut. So. So, wo ist mein DH? Da ist mein DH. Woher sollen wir mal ein bisschen Barb spielen? Huh? Sollen wir mal ein bisschen Barb spielen? Du Loser. Ich weiß es nicht. Sollen wir mal Barb spielen? Wie viel Uhr haben wir denn? War schon so spät. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, was ist, wenn ich den jetzt ins Nirvana schießt, da eier ich mich kaputt. Ich glaube, wir bleiben beim DH, der ist einfach, hallo, der ist stabiler. Der ist stabiler. So. 65, wow, aber mir geht volles Geld aus. Obwohl ich mache, ach, ich mache das Goblin Rift, genau. Wofür habe ich denn das Ding? Wofür habe ich denn den Ring? Sehr gern, halt die Ohren steif. Bis zum nächsten, alter Frische. Servus. Mal weiter weg. Hey, hallo. Vielleicht wie eben, würde ich sagen, wenig Monster. Da werden wirklich ein paar Monster nicht so verkehrt. Aber weiter, ich warm dahin, alle. Man merkt wirklich, dass die Computer hier eine Pulle machen. Ich mach gleich mal die Tiere, bis auf dass hier ein bisschen Luft drin kommt. Aber wir sind erwartet, ich hab Bock auf Barbar. Ich bin gleich noch etwa Runde Barbar. Das ist mir jetzt gerade egal. Ne? Das ist mir wert. Problem ist nur, wenn ich glaube, ich mache einfach normale Trick. Fallen, weil Fetchi-Rift ist mir der Barbar. Der lacht mir nicht hoch genug für meinen Geschmack. Da ist er, bevor ich ihn dann bleibt stehen. Nice.
war da mal ein roter Strahl, kann das sein? Da habe ich mich doch geguckt. Ein brauner Ring könnte gut sein, wenn der rot wäre. Ich verleihe euch. Mein Training zahlt sich aus. Mhm. Ah, ich wollte noch den Puzzlering machen. Ach, Kinder, das sahen wir doch. Ich wollte ja noch den Puzzlering. Geil, und direkt ins Wetter. Jawohl. Jawohl, so muss das. Nur so. Klasse. Ohne Witz. Richtig klasse. Gut. So muss das. Der Witz ist, im letzten Seasons lab ich die Puzzleringe auch gar nicht, weil es mir einfach so nervig ist und ich eh genug Gold hab, aber ja, irgendwie die Season. Mich hat einfach mein Tod am Anfang von der Season, wo ich mal ganzer Kram verloren hab, das hat mich einfach so weit zurückgeworfen, dass ich wirklich jetzt auf jeden Schrott hier versuchen muss, das wieder auszugleichen. Oh, ein blauer, jawohl. Jawohl, direkt ein blauer. Haha, scheiß die Wand, oh, ist das geil. Guck dir das, oh, scheiß die Wand, oh. Ist das geil. So muss ein Spiel sein, dass es Spaß macht, ne? Nur so. So. Bin mal gespannt, wie viel Gold ich hab, wenn ich hier rausgehe, ohne Witz. Ja. Ach Gott, und Blutschadkopf, geil. Also das ist hier das reinste Wunschkonzert, aller. Bin auch mal gespannt, wie das hier mit der Edelstein aussieht, wo ich da raushol. Apropos Edelstein, ich müsste glaube ich mal gucken, dass ich hier größere Marüstung kriege. Ja. Wo platzt denn der nicht was gegen da ab? Hallo? Solch Umfalle. So, genug gespielt, raus neu. Ich habe wirklich mal Gold für überdoppelt. Also cool. Gut. Ne? Dann können wir doch noch ein paar Hochi-Rifts laufen. Dann können wir noch ein paar hohe laufen. Eine Windrose. Ne. Das kommt alles in die Schrott. Das brauchen wir nicht, das Zeug. Gott, ich habe einen Haufen Steg, Ried, guck mal da. He? Ich habe einen Haufen Steg, ein wunderbarer. Wie viel Kies habe ich noch? Ich habe bald 20 Schiriff-Zeit gelaufen. Ja. Guck mal da. He?
Gucke mal da, 20 Skirifts. Also ich wollte doch, ach, ich wollte da an der Puzzlering noch machen. Und ist nochmal blauer Ton, ne, normaler, aber das ist egal. Alle, das wäre schon dreist, wenn ich so viel Klick erwarte, wird das dann nochmal blau herkommt. Ey, ich glaub's nicht. Edelstein. Ja, gerade jetzt. Ich brauche Edelsteine in rauer Menge, alle. Wie gesagt, ist das jetzt wünscht ihr was oder was? Also, besser konnte das gar nicht laufen. Apropos, mir hat die Dame in der Wacht erzählt. Also, das glaube ich denn sogar. Aber das war mir gar nicht so bewusst, dass wenn man eine zieht oder wenn man eine pusht, dass man dann ein cool Level, weil da kriegt man ja wesentlich mehr EP. Also, ich hab's zwar noch nie probiert, aber das ist mal eine Überlegung wert. Also, ich glaube, ich hebe mir mal jetzt der Rinderbart wie verwenden, dann mal wieder eine. Und dann gucken wir mal, wie es läuft in der Ziege. Jetzt sagen wir, machen jetzt noch zwei G-Rifts mit dem, dann machen wir noch ein bisschen mit dem Barbar und dann hören wir auf heute. Also dann haben wir genug. Wie lange streamen? Dann 2,5 Stunden. Wie gesagt, vorhin war bereits der Systemabsturz. Also ich bin gerade froh, dass das nicht hier auf meinem Hauptrechner basiert ist. Also wie gesagt, ich spiele ja Hardcore. Also ich glaube, steht Kotze, wenn ich da jetzt werde ja da angehe. Echt? So. Wie hoch laufen? Sollen wir mal probieren, die Bestzeit zu verbessern? Was ist denn unser Bestes bis jetzt? 80er. Probieren wir mal 85er. Ich glaube jetzt nicht, dass das zu riskant ist. Was ist das da, ja? Nee, das wäre mir nicht. Das wäre nicht für das Bild. Ja, der geneigte Zuschauer wird feststellen, hier spiele ich ein bisschen vorsichtig, ja. Also hier kann ich ja mal ins Gras beißen. Hier wäre ein Disconnect fatal. Dabei, ich glaube, das ist bei weitem, ich vermute mal, dass ich locker 100er schaffen werde, wenn ich ein bisschen vorsichtig spiele. Aber ich spiele es nicht, wie gesagt, ich spiele es jetzt nicht übertreiben, weil ich immer die Ausrüstung so verliere lang. Also uns ist ja so, wir steigern ja permanent leicht. Gott, Angel, was ist denn los? Ich dachte, du wolltest mitspielen. Jetzt bist du offline. Woher bist du nicht an deinen Computer gekommen?
Ja. Hier sollte man nicht in Explosionen stehen. Also das ist eine ganz schlechte Idee. Also eine ganz schlechte Idee. Bei mir ist mir aufgefallen, ne? Baba ist ja mal absolut die Lieblingsklasse, ne? Ich glaube, ich habe denen, was Spielstunden angeht, ballen einen Dämonenjäger wiederholt. Obwohl für mich der Dämonenjäger eher eine Vernunftsklasse ist, also. Ich stehe zwar jetzt nie, wenn ich sagen werde, er macht mir keinen Spaß, weil der ist. Steht da direkt nur Baba, mein Nummer 2. Aber, ja. Wenn ich mir überlege, wie viele Stunden ich immer auf dem Barbar-Vorsprung hatte und wie viel ich jetzt auf dem hier habe, da ist nie so viel Unterschied. Ja. Alle muss ich hier so aufpassen. Hier ist Gift und Feuer. Extrem gefährlich. Bei niedrigere macht mir das ja gar nichts aus, da drin bestehe. Aber hier geht das ganz schnell mal ins Auge. Ja, also wenn's Leben so, wenn man circa ein Drittel Leben verliert, ist nicht schlimm. Aber wenn es wirklich unter die Hälfte fällt, dann sollte man doch gucken, dass man was ändert. Wieder wenn die Zeit ist, jo. So sind wir absolut. Absolut im Rahmen. Lang bei der Post? Ne, 3% Fail noch. Och komm, 1% fehlt noch. Will der mich jetzt verblöden, aber. Da ist er, der Poesie. So, jawohl, Bestzeit, genau so. Ach Gott, aber die Doppelzeit gebraucht, ne? Ja, die Doppelzeit. Obwohl ich glaube, wenn ich offensiver gespielt hätte, wäre die Zeit da besser. Aber wie gesagt, ich mache hier keine Experimente. Alle. Das ist Hardcore, da machen nur Idioten Experimente. Ach Gott. So, was haben wir dann da? Machen wir mal da den noch her.
Gut. Ich muss zurückkehren. Das Blut der Nippa. Ich bin nun noch geschickter. Ja. Apropos, was machen meine Blutsplitter eigentlich? Da bin ich aber voll. Gut, da gebe ich die mal aus, bevor ich auf den Barbar wechsle. Gut, der Rest ist Schrott. Fahren wir noch ein paar Keys. Aber ich bin mal gespannt, ob der Mensch, ich glaube, im Softcore habe ich die Season noch kein Mensch gespielt. Also, ich bin mal gespannt, wie der sich die Season spielt. Dann gucken wir mal, der Barbar läuft. Nee. Wo ist er dann, der Barbar? Da ist er. Der Helden auswählen. Bestenliste, so wie hoch laufe ich mit dem? Barbar, wo ist denn der Barbar? 60er, ich schlaf nur 60er mit dem, das ist ja gar nichts. Eigentlich sollte er aber 10er schaffen. Also wenn der keine 10er schafft, weiß ich echt nicht. Wenn der keine 10er schafft, dann habe ich was falsch gemacht. Ach, jetzt weiß ich. Ja. Ja, nee. Ja, der ist noch nicht. Ja, nee, der ist noch gar nicht fertig equipped. Kein Wunder, dass der nichts kann. Ach, ja, ja, nee, jetzt verstehe ich's. Gut, nee. Es sei ihm verziehen. Da guck mal, da sind noch keine Games drauf. Das ist falsch, das ist falsch. Also, das ist sowieso alles falsch. Also. Ich bräuchte den Barbarenkopf, habe ich den? Da ist doch einer. Ach so, ich habe das wieder begleitet. Naja, aber die machen wir weg. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, was ich da treibe. Also. So. Habe ich einen besseren Kopf? Weiß es nicht. Steige Vitalität. Ne, ach Gott, der ist doch perfekt. Ach Gott, der ist perfekt. So. Gut. Jetzt brauche ich den anderen Gürtel. Gürtel.
Nützlichste Gürtel, Captain Kamazins. So. Der ist nicht gut, aber besser wie nix. Schuhe. Wo sind dann Schuhe? Captain Kamazins. So, gut. Ich habe noch den 6er Bonus, alles wunderbar. So. Wie ist denn der Bekleider aus? Oh, der hat noch nicht immer das Amulett. Gut, aber das ist richtig. Na, ist egal. Wie stark sind wir denn? So, 490 und 33, 2. 490 und 33, 2. Hier 90. Gut, das ist ein bisschen besser. So. Was soll man noch Probelauf später mit dem Paladin machen? Wäre vielleicht auch ein Versuch wert. Aber jetzt fahren wir erstmal noch kurz ein bisschen stehen. Toll, jetzt habe ich die Begleiter, die brauche ich gar nicht. Ah, ich habe ja noch den Tech-Ock, wo ich hochleveln muss. Das fällt mir ja weit. So, wo ist die nächste Ebene? Du na Keil. Och, Kinder, es kommen. Ich will jetzt auf die nächste Ebene, du na Keil. Ich sag nicht gerne, aber ich glaube, der Dämonenjäger ist schneller zum Farmen. Ich sag, weil sein Killspeed hier ist. Er hier brummt zwar schneller, aber er läuft da drei Viertel von der Gegner stehen. Der DH macht alles weg. So, und wo war ich jetzt noch nicht? Ja, wir haben gerade den Weg nicht gefunden, so wie immer. Toll, da ist er. Super.
toll, Lex. Es leckt in Hardcore. Toll, ich bin begeistert. Und das dann mit dem Bild. Weil das ist alle das absolut Schlimmste, was einem hier in Hardcore passieren kann. Dass wenn man mit so einer Klasse wie dem Wirbelwind Barbar leckt. Also gut, ich ist dieser Falle los. Weh, im 10er Giri plus der. Ach. Ja, mal begleitet. Doch, ne, die hat die Sache. Das verstehe ich nicht. Nee. War keine gute Idee mit dem Barb. So gern wie ich ne spiele, aber es war keine gute Idee. Da machen wir lieber noch ein paar Läufe mit dem Dämonenjäger. Fallen mehr Kies, das lohnt sich eher, also ich weiß nicht, ich glaube der Barb, der lohnt sich die 7 gar nicht, diese Spiele, also die spielen eigentlich andere, der Wirbelwind Barb. Wo ist er dann? Reko, Ödland Z. Ja, ne, Europa. 140er lauf der mir. Ach ja, mit den anderen Waffen. Mit Cat spielt der. Stimmt, ich brauche den Gürtel. Genau, unser Fleisch brauche ich. Ach. Und die Armschiene. Ja, nee, also ich sehe doch gleich mehrere Sachen, wo bei mir falsch sind. Ja. Da kommt sein Fleisch hin. Und dann brauche ich den Gürtel. Oh, das ist gut. Das ist gut. Gerade für Hardcore ist das perfekt. Kriegsschrei. Hä? So. Tatsache, ich brauche den Gürtel, oder habe ich den schon im Cube? Das glaube ich aber nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Ja. Aber ich habe die richtig schwach drin, das ist gut. Ja, den Gürtel habe ich noch nicht. Mal gucken, vielleicht ist Kadala ja freundlich. Ne? Denkt doch nicht so, dass die Bitch da was gibt. Ne? Ja. So.
gut, aber ich glaube, mit dem könnte ich hier laufen. Nur so wie das so läuft, bin ich doch zu nittrig unterwegs. Super, fliegt rein, jawohl. Auch und ein Schild schreien, alle gibt es im Hardcore was besser. Gut. Aber es ist wirklich so, ich will alle, ob ich im Hardcore weiter mit dem Barb spiele, soll ich gesagt, der ist einfach. Das ist einfach das Problem, in letzter Zeit die Barbaren sind zu unerwecken. Der ist zu schwach. So gern wie ich ein Spieler, ist zu schwach. Wenn man nicht her wie Paragon 5600 will, da kann man den wunderbar spielen. Aber in höhere Regionen ist er einfach hier. Und ich muss sogar sagen, gerade weil er so niedrig schlafen muss, ist er zum Farmer Anime zu gebrauchen. Dann nehme ich lieber den DH, der ist zwar minimal langsamer, aber der fällt viel mehr Kram, also wie bei ihm hier. Ich denke zwar, ich werde noch probieren, 50er Minselarve, aber ich glaube, das ist das höchste der Gefühle. Ich glaube nicht, dass der Herr wie 70er schafft. Ich glaub nicht, dass der Herr wie 70er schafft. Wo ist denn der Take-Ock? Ja, das ist bescheiden mit dem, also. Das eiert mich, weil ich schon einfach gern spielte, Barb. Aber ich wäre ja nie, das ist ein Hardcore ganz schlecht, also ich wäre wirklich nicht mehr lang machen. Dabei hat sich doch gelohnt, alle Level mache ich.
aus mystischen Larven fermentiert in die Leaderboards zu kommen. Ach Gott, nur 109, ne? Aha. Aha. Naja, aber ich glaube, das war ich nicht schaffen. Nicht in der Season. Dafür habe ich zu wenig Hardcore gespielt. Ich glaube, ich mache wirklich nächste Season Moraini Softcore und übernächste Moraini Hardcore. Und werde dann mal wirklich pushen. Dass ich mal wirklich, dass ich mal Paragon mache. Also, das ist ja langsam peinlich. Ich hoffe, dass dann vernünftige Season-Themen kommen. Man da 75, 70 reicht verstehe auf 60 zu bringen. Naja, über 34 Millionen. Teuer. Ich will da gar nicht, weil ich da jetzt noch den Mönch eclipse. Im Prinzip macht eher Sinn jetzt nur noch so DH. DH maximal hoch. Versuche nicht zu sterben. Wie gesagt, das so ist zwar jetzt nicht das Maximum, aber sagen wir mal, sterben kann ich doch schon, wenn ich mich dumm vorstelle. Mal gucken, vielleicht bin ich sogar hier gegen Ende der Season nochmal pushen. Im Prinzip ist es nie zu spät. Vielleicht gucke, dass man noch etwa Leute trifft, die nicht viele können oder wollen. Dann geht das Ganze nochmal nicht mehr besser. Bin ich doof, jetzt habe ich mich verklickt. Ach, Kines. Ach, nee. Gut, ist egal, machen wir den da rund. Ach, nee. Gut. Ei, gut. Ich glaube, wir machen noch 3 G-Rifts und dass wir den Take-Off hochkriegen und dann noch 2 Stehauf werden und
Dann farmen wir noch ein paar Keys und dann machen wir Schluss für heute. Dann haben wir auch genug gemacht. Jawohl, und nochmal Fleisch drehen. So muss das. So muss das und nicht an der Stelle. Mensch, überlebt, wie ich mit dem hier 70er mache, ne? Ich bin mal gespannt, ob der Kreuzritter auch so easy 70er lacht. Ich bin ein bisschen skeptisch. Das letzte Ende total. Das geht dran, bin das nicht. Finsternis erwartet euch. Das kann ich nicht tun. Aber ich glaube, mal ganze Besprechungen kann ich nicht halten, weil ich weiß, richtig müde, oder? Hier spielt man kein Hardcore, wenn man müde ist, weil das machen wir Idioten. Ich bin nur dem Lauf daher. So, mal gucken, ob er was Vernünftiges Falle gelassen hat. Oh, guck mal da. 75, Mensch, klasse. Gut. Mit Paragon 300, das ist in Ordnung, da kann man nichts sagen, da kann man nichts sagen. Gut, er wird auch wissen, was er macht, also ich glaube, Aufhänger würde das nicht machen. Der wird das, Aufhänger wird das wahrscheinlich nicht schaffen.
Wenn ich eher gesehen dass der da ist, hätte ich schon keine Frohe beim mal ein bisschen zusammen spielen. Ne? Ja, da hat der Papa wieder gepennt. Naja, das nächste Mal. Das nächste Mal. Dann gucken wir mal noch, ob wir noch was haben. Gott. Prunkring heben wir mal auf das nächste Mal. Oh, aber goldmäßig bin ich hier gut versorgt, also. Und da ist mein Ding für mein Eutritter, der Begleiter. Wunderbar. Bin ich doof, das war ein uralter Aki und ich verschrotten. Oh. Das war wieder so richtig clever gemacht. Mann, 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 Mann. Doof. Naja, ist egal. Wie gesagt, ich bin nicht. Alle, das ist. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, ne? Und wünsche noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer. In diesem Sinne, Servus.